Herzlich willkommen, liebe Freunde, zur 30. Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, in der letzten Folge habe ich angekündigt, ich werde heute in dieser Folge die große Verabschiedung ankündigen. Einiger wichtigen Personen, die mir hier auf der Insel zur Seite standen und die mir sehr geholfen haben. Ja, da fällt mir zum Beispiel Cean ein. Cean, der Magier, der mir Zutritt zur alten Bibliothek gewährt hat. Was waren das für Abenteuer in der alten Bibliothek? Gefährliche Monster, undefinierbare Aufgaben, wichtige magische Bücher. All das habe ich Cean zu verdanken. Und jetzt muss ich aufs Schiff, auf die Albatros. Das werde ich dem Cean jetzt nun beibringen müssen. Ich werde Athanos verlassen. Leb wohl. Gut. Ich wünsche dir eine gute Reise. Ich werde nach Zardas Tagebüchern forschen. Doch wann wir uns wiedersehen werden. Mach dir mal keine Sorgen. Wir werden uns ganz bestimmt wiedersehen. Wie kannst du da so sicher sein? Nun, das bleibt mein kleines Geheimnis. Und nun mach dich auf den Weg. Viel Glück. Ah ja, er weiß etwas, was ich noch nicht weiß. Aber was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja, auf dem Weg zu Cean ist mir auch Oliver aufgefallen. Dann schauen wir mal, ob Oliver noch was zu sagen hat. Hi Oliver. Ich wollte mich von dir verabschieden, Oliver. Ja, ich habe schon gehört, dass du von den ganzen Bewerbern ausgewählt wurdest. Schade, du hast hier in letzter Zeit dir ganz schön einen Namen gemacht. So aufregend war es schon lange nicht mehr auf Athanos. Aber ich fürchte, es wird dir jetzt noch langweiliger werden. Keine Lurker, keine Wölfe oder Schmuggler. Tja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, Roland. Vergiss uns nicht. Wenn die Götter wollen, werden wir uns vielleicht wiedersehen. Ja, Oliver, auf jeden Fall werde ich dich nicht vergessen. Und werden uns dann ins Dorf teleportieren. Und uns dort auch von einigen guten, vertrauten Personen verabschieden, nachdem wir hier eine Runde geschlafen haben. Denn draußen ist Mistwetter. Mal gucken, Charlotte. Ich werde Athanos verlassen. Ja, ich hörte, dass du auf dem Schiff angeheuert hast. Ich wünsche dir alles Gute. Mögen die Götter mit dir sein, Roland. Ja, schöne Stimme. Die Dorothee, interessiert ihr sich überhaupt dafür? Du? Nein. Aber die Jutta. Meine Freundin, Jutta. Ich wollte mich von dir verabschieden, Jutta. Ich werde mit der Albatros Athanos verlassen. Ich habe es schon gehört, Roland. Na, dann tue, was du unbedingt tun musst. Ich hatte zwar gehofft, dass du bleiben würdest, aber... Jetzt sei nicht so traurig, Jutta. Das ist doch kein Abschied für immer. Ich weiß zwar nicht, wohin mich diese Reise führen wird und wie lange sie dauern wird, aber ich kehre auf jeden Fall eines Tages nach Athanos zurück. Darauf gebe ich dir mein Wort. Das würde ich mir sehr wünschen, Roland. Übrigens, ich habe etwas zu essen für dich. So eine Seefahrt macht doch bestimmt hungrig. Und man weiß nie, ob das Essen an Bord so gut schmeckt wie bei uns. Danke, Jutta. Das kann ich gut gebrauchen. Vergiss uns nicht, Roland. Athanos und Innos mögen mit dir sein. Ja, danke, Jutta. Vielen herzlichen Dank. Hoffentlich sehe ich dich wieder und dann kann ich dich endlich heiraten. Ja, das erwartet der Spieler, ne? Sie ist ja traurig gewesen nach der Verabschiedung. So, dann wollen wir mal gucken, wen wir hier noch verabschieden können. Fällt mir jetzt Fred ein. Was liegt denn hier? Eine Heilwurzel. Mitten im Weg. Ach ja, Götzi Mausi. Fred. Hey Fred, ich werde auf der Albatros anheuern und Athanos verlassen. Ich habe es schon gehört, Roland. Sowas verbreitet sich ja wie ein Lauffeuer auf der Insel. Irgendwie kann ich dich auch verstehen. Du willst was von der Welt sehen und nicht dir versauern. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, mein Freund. Vergiss uns nicht. Alles Gute, Fred. Ich werde bestimmt eines Tages zurückkehren.
Das würde mich freuen, alter Junge. Und meine Schwester übrigens auch. Ja. Ach, die sind alle so mitfühlend. Das finde ich so liebevoll an dieser Modifikation. Also wirklich, auch das Quest-Design an dieser Stelle muss mal gesagt werden, finde ich sehr schlüssig und logisch. Ja, jetzt gehen wir zu Bertrand. Hallo Roland, ich habe schon gehört. Du darfst mit der Albatros Athanos verlassen. Mann, du bist wirklich zu beneiden. Aber wie dem auch sei, ich wünsche dir für deine Reise alles Gute. Danke, Bertrand. Doch, wie sieht es aus? Kann ich jetzt an Bord? Aber sicher kannst du auf das Schiff. Marwood hat uns ausdrücklich den Befehl gegeben, dich passieren zu lassen. Hafentorschlüssel erhalten. Sehr schön. Das heißt also, den Schlüssel für dieses Türchen hier. Und da dürfte Erik sein, genau. Ich darf also jetzt an Bord? Ja, ich habe mich für dich entschieden. Allerdings wird es noch dauern, bis wir ablegen können, da einer unserer Matrosen verschwunden ist. Unser erster Offizier Gernot gab mir daher den Befehl, den Burschen zu suchen. Aber bisher habe ich ihn noch nicht finden können. Wie heißt denn euer Matrose? Und wie sieht er aus? Vielleicht begegne ich ihm ja. Er heißt Knut. Er ist ein starker, dunkelhaariger Bursche, der immer ein grimmiges Gesicht zieht. Gut. Wenn ich Knut finde, sage ich ihm, dass er zurück an Bord kommen soll. Nee, lass mal. Nachher gibt er dir noch eins aufs Maul. Knut ist ein ziemlich aggressiver Typ. Es reicht, wenn du mir sagen kannst, wo ich ihn finde. Ich werde mit dem Burschen dann selbst vorknüpfen. Ah ja, noch eine kleine Aufgabe zu erledigen. Und zwar Knut. Und dann hoffe ich doch, dass alles gut wird. Ja, also Knut, Moment mal. Vielleicht muss ich wieder zurück, der verschwundene Matrose. Erik teilt mir mit. Ja, ist klar. Ich nehme an, dass sich Erik jetzt auf den Weg zum Schiff machen wird, so dass ich gar nicht erst auf die Burg zurückkehren muss. Ja, guckt es euch an hier, die Albatros. Vor Athanos. Dandolo. Den sprechen wir erstmal gleich an. Aber zuerst Wolfgang. Hier haben wir nochmal einen Wolfgang. Okay, einen Sven. Aha. Gucken wir erstmal hier ein bisschen uns um. Irgendwo ging es ja irgendwo links hoch. Zum Berg. Das sieht so aus, als würde sich der Knut da hinten irgendwie verstecken. Hier ist was. Pech. So ein Glück, dass wir Pech gefunden haben. Ja, dann werden wir mal hier fix hochspringen. Und den Knut. Oh, Heilpflänze. Den Knut suchen. Okay, hier ist nichts. Außer Heilpflänzchen, die wir jetzt pflücken werden. Schöner sonniger Tag heute. Noch was. Die Brandung rauscht. Das ist super. Und da haben wir ein Lagerfeuer und da sitzt jemand. Erstmal will ich gucken, was es hier noch so an Pflanzen gibt. Hier. Die Molerat-Insel von hier oben mal gesehen. Auch schön. Was ist das? Dunkelpilz? Jo. Da ist Knut. So, Knut. Mitkommen. Hallo. Was suchst du hier? Geh. Aha. Der ist aber nicht gerade lang angebunden. Hallo. Was suchst du hier? Geh. Okay, er will nichts. Er will alleine sein. Das werden wir dann wohl Erik mal verklickern müssen. Jawohl. Da stehen welche. Schiffswache, Schiffswache. Ich könnte mir sowas nicht erlauben. Harad. Kennen wir doch als Schmied. Oder? Da oben stehen welche. Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. So, Erik. Hey du. Ich habe Knut gefunden. Du musst einfach nur dem Pfad folgen, der rechts vom Schiff in die Berge führt.
Ganz hinten auf der Landzunge wirst du ihn dann finden. Er sitzt dort ganz gemütlich auf einer Bank. So ein Faulpelz. Während die ganze Besatzung am Arbeiten ist, sitzt der Kerl nur faul herum? Nur der kann was erleben. Aber jetzt habe ich keine Zeit. Ich werde mich später um ihn kümmern. Wir sind jetzt mit den Vorbereitungen zur Abfahrt fertig. Melde dich bei Gernot. Du findest ihn auf dem Hinterdeck. Alles Weitere erfährst du dann später. Ah ja. Gernot auf dem Hinterdeck. Ja. Ganelun und Gernot. Das will ich noch nicht machen, weil ich doch ganz gerne hier wissen möchte, wer die Leute draußen noch vor dem Schiff sind. Das war keine große Sache. Was ist denn hier passiert? Okay. Meinst du, mir geht es besser? Hat irgendwas mit der Dings nicht gestimmt. Mal gucken. Hey Ernst, guck nicht so böse. Hey du! Hallo! Keine Zeit. Wir wollen bald ablegen und müssen daher noch viel erledigen. Es ist aber wichtig. Wenn es wichtig ist, dann wende dich am besten an Harald. Ich habe erst Zeit für dich, wenn wir abgelegt haben. Hey! Ja, hab ich. Störe ich? Lass mich in Ruhe. Wolfgang? Hallo, ich bin... Lass mich in Ruhe! Oh, sind die alle böse drauf. Und Sven? Hey. Hallo, wer bist du? Lass mich in Ruhe. Oh, da sind wir alle toll gelaunt. Wir sind sowas von gelaunt. Ja. Also hier ist irgendein Fehler drin. Kann dem Renderer geschuldet sein, weiß ich jetzt nicht. So, das sind Schiffswachen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Gucken wir uns erstmal hier auf dem Schiff um, auf diesem riesigen großen Schiff. Tarsch, hockt einer. Das ist Bertram. Ich hab da mal eine Frage. Lasst mich in Ruhe. Wenzels Stimme. Okay. Okay, ich glaube, die werden erst nur gesprächiger, wenn wir wirklich abgelegt haben. Gucken, eine Werkbank, Hallöchen. Das heißt also, wir können hier Sachen machen. Okay, dazu kommen wir später. Oh, Besen. Kann ich ja noch handeln. Gute Besenkern schlecht. Nee, wie war das? Alte Besenkern schlecht? Neue Besenkern gut. Okay, das ist die Bugspitze. Die haben wir auch schon mal gesehen. Hier liegt einfach mal so ein Anker rum. Ach ja, richtig. Den braucht man mal bei Zeiten. Mal vor Land gehen. Ja, schön. Ich bin überhaupt nicht der Seefahrer-Typ. Ja. Hier gibt's ja nicht viel. Hier gibt's Türen. Na, gucken wir mal. Das wird sich nie ändern. Das ist eine Texturtür. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da brauche ich was. Einen Schlüssel. So, dann schauen wir mal uns hier um. Ich muss erstmal mich hier zurechtfinden auf dem Schiff, bevor wir ablegen. Oh, hier ist jemand. Wulfias. Ein Magical Magician. Hallo. Keine Zeit, Seemann, keine Zeit. Komm bitte später wieder. Warum war das klar? Keine Zeit. Hier geht's runter. Das wird wahrscheinlich der Lagerraum sein. Richtig. Das ist bestimmt eine Texturtür, richtig? Ah ja, ich kann mich wieder erinnern. Bin gespannt, ob die alten Quests, die ich mal vor Jahren gespielt habe, hier auf dem Schiff auch noch da sind. Gibt es hier noch was? Ah ja, hier gibt's jede Menge Zeug. Das ist gut. Proviant, Schinken, Käse, Milch, Brot, Wurst, Käse. Was, ey? Ja. Wann hier noch? Das ist wirklich. Nichts Besonderes außer Lebensmitteln. Und ein bisschen Grog. Meinst du, mir geht es besser? Und nochmal Grog.
Ah, der macht mich ganz groggy, wenn ich zu viel vom Grog trinke. Ja, ich weiß. So, Beowulf. Beowulf, ja klar. Ich hab da mal eine Frage. Lass mich in Ruhe. Ja, okay. Ist verständlich. Die wollen erstmal, dass ich das nächste Kapitel starte, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, dann. Auch zu. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ah, hier kann man nicht hochspringen. Na, geht nicht. Ja, auf zu. Wie hieß er noch? Oh, hier ist noch eine Tür. Da lässt sich nichts machen. Wahrscheinlich nur von der anderen Seite. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da brauche ich noch Schlüssel für. Ja, Ganelun, gucken, ob der auch grammelig ist. Hallo. Was willst du? Siehst du? Ja. Gernot. Hallo, ich bin der neue Matrose und... Wie? Was? Ach so. Also, im Moment habe ich wirklich keine Zeit für dich. Wir alle sind im Moment sehr beschäftigt, da das Schiff schon bald auslaufen soll. Am besten gehst du jetzt in die Mannschaftsräume und legst dich erst einmal hin. Hier ist der Schlüssel für die Tür. Wenn wir auslaufen, werden wir sie allerdings aushängen. Sie ist schon so demoliert, dass wir sie nicht mehr brauchen können. Aber zurzeit nutzen wir sie noch. Wir reden dann weiter, wenn wir auf See sind. Dann werden auch die anderen Zeit für dich haben. Schlüssel zu den Mannschaftsräumen erhalten. Und wie ihr seht, das zweite Kapitel hat endlich begonnen, auch bei mir. So, auch hier soll erstmal eine Runde geschlafen werden. Mal gucken, was sind denn die Mannschaftsräume? Sind die hier? Nein? Hey. Das sind bestimmt die hier. Jawoll. Oh, da steht schon gleich hier ein Halber. Und da sitzt Konrad. Und ein Koch. Ein Smoothie. Albin, mal gucken, was gibt's zu essen. Hallo, ich bin... Mann, siehst du nicht, dass ich keine Zeit für dich habe? Die Mannschaft will noch etwas zu essen haben, bevor wir auslaufen. Also komm später wieder. Verstehe. Demnach brauche ich auch die beiden nicht anquatschen. Hallo. Keine Zeit. Ja. Mach dich irgendwie nütz. Okay. Dann werde ich das hier mit dem Konrad auch mal vergessen und einfach mal... Ups! Sehr schöne Sequenzen. Sehr schön. Ach, macht richtig Gänsehaut. Das gibt auch so das richtige Feeling. Das richtige Feeling für eine Überfahrt. Oder auf dem Schiff zu sein. Und hier ist Erik. Hey du. So, da wäre ich also. Ja, und ich hoffe, dass du mich nicht enttäuschen wirst. Das werde ich ganz bestimmt nicht. Hoffentlich. Bei der Auswahl aller Bewerber, die an Bord kommen wollten, habe ich dich ausgewählt, weil ich den Eindruck hatte, dass du am besten den Anstrengungen hier an Bord gewachsen bist. Und da du aus Korinnes kommst, na, reden wir nicht länger drüber. Deine ersten Ansprechpartner hier an Bord sind der Ritter Gernot und der Bootsmann Harald.
Die beiden sind es auch, die dir deine Arbeit zuteilen werden und über deine Ausbildung wachen. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du dich ruhig an die beiden wenden. Aber natürlich werden dir auch die anderen an Bord mit Sicherheit weiterhelfen können. Leider stehe ich dir nicht mehr zur Verfügung, da mir Lord Baldwin eine andere Aufgabe übertragen hat. Aber ich denke, du wirst auch ohne mich auskommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Am besten gehst du direkt zu Harald. Der wartet bestimmt schon auf dich. Aufregend, spannend. Gerne. Hey du! Hallo, ich bin... Der neue Matrose neben... Ja, ich hab... So begrüße ich dich im Namen von Lord Baldwin. Jeder Mann, der mit uns für die Befreiung unserer Heimat kämpft, ist uns herzlich willkommen. Gehe nun zum Bootsmann Harald. Er wird dich in deine Aufgaben unterweisen. Harald war es. Oh, was ist denn hier? Kann ich mit Lord Baldwin sprechen? Oh, das dauert. Nein, Lord Baldwin hat keine Zeit, sich mit den Angelegenheiten der Matrosen zu beschäftigen. Wenn du ein Anliegen hast, so komme getrost zu mir. Okay. Also, Bootsmann Harald. Gucken. So, Konrad. Sven. Beowulf. Alba. Wo ist denn der Bootsmann? Naja, ein Glück, dass es keine Insel ist, sondern nur ein Schiffchen. Ach, hier ist der Knut. Hallo, ich bin... Oh Mann, oh, was ist denn das? Verzögert sich alles so? Ich sehe schon, eine miese kleine Landratte, die an Bord gekommen ist. Ach du Scheiße. Ist der brutal. Wie? Moment mal, was hast du gesagt? Oh, jetzt ist die ganze Dynamik futsch. Ach, schwerhörig ist der Kleine auch noch, was? Wir brauchen keine Penne hier an Bord. Verschwinde also in dein Loch zurück, aus dem du gekrochen bist. Da muss ich wohl immer ein bisschen klicken. Hör mal, du bist ja ganz schön geladen. Kannst du mir vielleicht verraten, was du gegen mich hast? Das kann ich dir verraten, du kleine miese Landratte. Du stinkst. Hast dich wohl im Kuhmist gewälzt, was? Hey, jetzt ist aber Schluss. Ich lass mich nicht länger von dir beleidigen. So? Und was willst du dagegen machen? Okay, diese Konfrontation werde ich erstmal aus dem Weg gehen. Dandolo, Ernst, Schiffsfahrer. Wo ist denn jetzt der Schiffsmann? So schwierig kann das doch nicht sein. Was war das denn? Oh. Schiffsleute. Da ist nichts zu holen. Okay. Ja. Auf dem Schiff. Hatte ich die Besen nicht eben schon mitgenommen? Oh, nehme ich sie nochmal mit. Ah, jetzt mal oben gucken. Hier ist keiner. Hier ist ein Ausguck. Da ist noch ein Ausguck. Da kann man auch drauf. Jedenfalls auf dem vorderen Ausguck. Schleifstein, hier kann man nicht. Bock. Harald, da ist er endlich. Oh, bin ich an dem vorbeigelatscht. So, Harald. Aha, da ist ja der Neue, den man in Athanos angeheuert hat. Ich bin Harald, der Bootsmann auf der Albatros. Und wer bist du? Ja. Ich heiße Roland und bin auf die Albatros gekommen, um Paladin zu werden. Was? Paladin? Du willst mich wohl auf den Arm nehmen, mein Junge. Eigentlich nicht, denn ich will wirklich Paladin werden. So, wirklich? Na, dann musst du dich aber noch gewaltig anstrengen. Ich werde alle Aufgaben meistern, die man mir stellt. Nun, wenn es wirklich dein Ernst ist, musst du dich zunächst als Seesoldat bewähren. Und erst wenn du Bootsmann bist, werden dich die Paladine überhaupt ernst nehmen. Oha. Jetzt kommt eine ganze Latte hier, die man abfragen kann. Das machen wir auch mal schnell. Was muss ich tun, um Bootsmann zu werden? Zunächst einmal musst du die 4 erfahrensten Matrosen von deinen Fähigkeiten überzeugen. Wer sind diese 4 Matrosen? Das wäre erst einmal ich,
Dann Hawk der Schmied, Halber der Steuermann und der Laderaumverwalter Wolfgang. Wenn es dir gelingt, dass wir vier mit dir zufrieden sind, könntest du Bootsmann werden. Dich aber dazu ernennen kann hier an Bord nur Lord Baldwin. Der trifft die letzte Entscheidung. Komm aber jetzt bloß nicht auf den Gedanken, Lord Baldwin mit deinen Wünschen zu belästigen. Wenn du was von ihm willst, hast du dich an die beiden Paladine Gernot und Ganelon zu wenden. Am besten gehst du bei irgendwelchen Fragen zu Gernot. Ganelon hat für einfache Matrosen nicht viel übrig. Aha. Ah, das haben wir gesehen. Leitern am Vordermast. Okay, dann werden wir nochmal diese Frage fragen und dann beende ich diese Folge, die 30. Ich hab da mal eine Frage. Ja, was für eine? Schieß los. Wieso führen eigentlich Leitern rauf zu dem Ausguck am Vordermast? Ich fragte mich bereits, wann du mich danach fragen würdest. Ich sag's dir, beim letzten Sturm hatten wir starke Schäden am Vordermast. So mussten wir mit Hilfe von Leitern hinauf, um ihn wieder zu reparieren. Danach wollten wir die Leitern und die Plattform natürlich wieder abbauen. Mittlerweile aber gefiel dieser Weg unseren Matrosen viel besser als derjenige über die Wand. Als das Lord Baldwin zu Ohren kam, meinte er lachend, dass wir die Leitern ruhig behalten könnten. So würde man die Albatros von Weitem schon erkennen. Und so blieben sie. Tja, gib dem Schiff einen ganz individuellen Stil. Du sagst es. Aha, dann werden wir mal zum Abschluss mal auf den Ausguck gehen. Klettern. Da bin ich mal gespannt. Da sieht er reichlich gefährlich aus hier. Da werde ich mal sicherheitshalber mal speichern. Okay. Erste Leiter geschafft. Oha. Hoffentlich ist Roland schwindelfrei. Der arme Kerl kann einem leid tun. So, die Wanden sind also diese Teile hier. Wusste ich auch noch nicht, dass sie so heißen. Aha, jetzt muss ich auf dieser Seite hin. Heißt exakt angreifen. Und ich bin nämlich schon mal runtergefallen hier. Und auf den Ausguck bitte sehr gehen. Und nicht runterfallen. Nicht schon wieder runterfallen. Leute, nee. Das ist schwierig. Gibt's da einen Kniff? Einige Probleme erledigen sich von selbst. So, vielleicht muss ich auch irgendwie springen. Nein, ich komme nicht hoch. Gluck, gluck, weg war er. Mann über Bord! Mann über Bord! Ja gut, dass es hier eine Strickleiter gibt. Aha. Hallo? Greif doch die Strickleiter, Roland. Jetzt endlich. Boah. Okay. Ich werde die 31. Folge starten, wenn ich es geschafft habe, oben auf den Ausguck zu kommen, liebe Leute. Okay, bis hierhin. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt Kommentare, gebt mir einen Daumen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.